Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach. Ich möchte direkt eine Triggerwarnung aussprechen für das, was ich euch jetzt mitteilen werde. Diese Folge ist keine gewöhnliche. Sie ist eine der letzten, die mit Psycho trifft Coach veröffentlicht wird. Ich muss euch leider mitteilen, dass Judith am 5. Februar 2022 plötzlich und unerwartet gestorben ist. Nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, die Folgen, die wir vor Judiths Tod noch aufgezeichnet haben, zu veröffentlichen. Denn ich glaube, dass dies im Judiths Sinne gewesen wäre. Es wird noch 5 Folgen mit Judith geben, die wir postum veröffentlichen. Den Podcast zu Ende führen, werde ich gemeinsam mit meinem Bruder Timo in einer sehr persönlichen und allerletzten Folge. Und nun legen wir los mit einer der letzten Folgen vom Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Bevor es losgeht, möchte ich euch ganz gern noch auf Folgendes hinweisen. Diese Folge ist sehr persönlich. Das bedeutet, ihr werdet Zeuge unserer aktuellen Verarbeitung von den Umständen mit Judith bzw. Judiths Tod. Wir wollen aber gleichzeitig euch auch ermutigen und euch auch eine Orientierung anbieten. Das bedeutet, wir geben euch auch Hinweise oder eine Orientierung, wie man damit umgehen kann. Orientiert natürlich daran, wie wir es gemacht haben. Und deswegen möchte ich auch gleichzeitig euch sensibilisieren, sollte der eine oder andere sich fragen, Mensch, warum reden die so? Oder warum sehen die das nicht anders? Oder warum reagieren die jetzt nicht anders? Möchte ich euch bitte an der Stelle nochmal ermutigen, dass ihr euch klar macht, dass jeder individuell und anders mit den Dingen umgeht. Und deswegen bekommt ihr hier einen ganz deutlichen, subjektiven Eindruck und werdet damit Zeuge von der Berührtheit und dem aktuellen Stand um Judith. Ich wünsche euch bei dieser Folge sehr viele Eindrücke, die euch für euren Prozess, auch mit dem Umgang mit Judiths Tod, weil der euch ja auch berühren wird, auch weiterbringt oder euch vielleicht hilfreiche Anregungen gibt. Und wir möchten euch auch hier an der Stelle ermutigen, dass jeder Prozess um Verlust, um Sterben und Tod so individuell ist, dass er an der Stelle in Bezug auf richtig oder falsch niemals bewertet werden sollte. Es ist immer ein persönlicher Prozess. In diesem Sinne legen wir los. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ihr seid jetzt mit dieser Folge an, wie soll man sagen, ja, begrüße ich euch recht herzlich zu der letzten Folge von Psycho trifft Coach. Und wenn ihr jetzt denkt, warum ist der Kurt so, ja, voller Freude, liegt das daran, weil wir uns, jetzt ist keine reine Trauerfolge im Sinne von Mensch, der Podcast ist zu Ende, Mensch, wir reden hier auch nochmal über Judith, die verstorben ist, sondern wir gedenken auch Judith und auch diesen positiven Dingen und gehen auf einige aus unserer Sicht erscheinend wichtigen Aspekte ein, auch positive und konstruktive Aspekte. Und es sollte auch zu einem würdigevollen Ende kommen, wenn man so möchte. Und aber jetzt rede ich hier gerade immer vom Wir. Ich stelle mal dieses Wir vor. Also ich freue mich sehr, dass Timo, mein Bruderherz, mit dabei ist. Herzlich willkommen. Hallo alle zusammen. Ich grüße euch auch, diesmal sogar mit Bild. Ja, mit Bild und Ton in Bewegung, ganz genau. Ja, ja, und ihr werdet euch fragen, Mensch, warum haben wir die Folge so gewählt? Das kann ich euch sagen. Insgesamt gibt es ja sogar noch 2 weitere Geschwister, um der Vollständigkeit halber, ne, um sie damit auch und damit von dieser Stelle auch nochmal herzlich zu grüßen. Hallo. Delf und Neil, hallo. Wir haben uns deswegen gedacht, wir machen das in dieser Form, weil Judith mit uns, wir in dieser Konstellation, also ich als Ältester, dann der Esel nennt sich nie zuerst, aber an der Stelle nur aus chronologischer Richtung, also der Älteste, in dem Fall ich, dann 2 Jahre jünger, ne, Timo. Genau. Und von mir aus betrachtet 7 Jahre jünger, 7,5 Jahre jünger, dann die Judith. Und bei dir 5,5 Jahre jünger. Genau. Genauso für die Rechnungsfanatiker. Die können jetzt gerne nachher, ob das alles stimmt. Genau, sind wir in der Konstellation halt groß geworden.
Und da haben wir uns gedacht, warum nicht dann, dass wir aus unserer Perspektive Judith auch da an der Stelle und auch generell den Themen, die wir uns euch heute vorstellen, dann gedenken. So viel zur Einführung. Die Folge 121. Ganz schöne Nummer, die ihr da hingelegt habt. Ja, ne? Ganz schön viele Folgen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und Ordentlich. ja, und ich bin immer ein Freund von geraden Zahlen. Habe ich gedacht, Mensch, Mist, wir haben nicht die 120, 121. Ja, so für die vielleicht Zwangsgestörten oder die so in solchen Gedanken eher so sind, dass man so denkt, das muss eine Ordnung haben. Habe ich dann gedacht, so, ist nicht rund. Also rund im Sinne von gerade. Aber ich habe mir gedacht, das hat wahrscheinlich einen Grund. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Ne? Und du, glaube ich, auch nicht, ne? Oder Nee, jetzt? glaube ich auch nicht. Und du hast ja dann auch mal nachgeguckt und dir Gedanken dazu gemacht. Ja, ganz genau, ne? Und man findet, wenn ihr jetzt googelt, ne, dann viele Sachen, allerdings mehr so im Bereich so Engel und Prophezeiungen, Botschaften und so weiter. Ne, und ich habe mich da mal so ein bisschen reingefuchst und habe festgestellt, dass wenn man das reduziert auf das Wesentliche, was jetzt hier für den Podcast Sinn machen würde, steht tatsächlich die 1 für Veränderungen und auch, dass man Ziele erreicht. So. Die 2 steht für Gleichgewicht, Vertrauen und auch Zuversicht. Und die Konstellation, wenn man die jetzt zusammennimmt, die 1, 2, 1, dann kann man sagen, steht das auch für Dankbarkeit, also dass man auch eine Dankbarkeit haben sollte über das, was war, und sich dann von dem, was sagen wir mal, belastend ist, löst. Also das ist gemeint mit Neuanfang, ne? So, dass sich was verändert. In dem Fall, dass auch gleichzeitig, also in Dankbarkeit für das, was war, im Sinne von positiv, auch im Konstruktiven, was man erlebt hat, erfahren hat. Und der Neuanfang halt, dass man dann weitergeht und auch dann ja, was verändert. Und das passt, finde ich. Also das passt sehr, sehr gut. Zumal die erste Folge vom Psychotiff Coach Neuanfang heißt. Es gibt Ja. doch keine Zufälle, oder? Nee. Genau, das war irgendwie Judith und mir damals so klar. Wir nennen die Folge Neuanfang und jetzt haben wir die letzte Folge mit 121 mit, ja, mit der numerologischen, ist richtig ausgesprochen, hoffe ich. Ja, Bedeutung auch mit Neuanfang. Wie spannend. Ja, Ja. so viel zur Zahl. Siehst du mal, gibt keine Zufälle. Nee, Sechste. also tatsächlich, ich muss gestehen, ich kriege Gänsehaut, wenn ich die Zusammenhänge mir genauer angucke und es passt erschreckend gut. Also wie du schon sagst, ich glaube auch, sowas sind halt keine, also wir sagen immer Zufälle, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es eine ganz schöne Message, die hier da in dem Zusammenhang mit transportiert wird und welche Gelegenheiten sich da einfach, ne, Ja, auf jeden Fall. ergeben daraus. Ja. Ja, Ja. vielleicht reden wir mal über das Schicksal, über das Thema mit Judith. Ich meine, euch hat es extrem geschockt, uns natürlich auch. Na, das hat uns ja genauso wie euch wahrscheinlich aus heiterem Himmel erwischt. Und ja, ist für uns ganz, ganz genauso. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt hinfühle heute, habe ich es immer auch noch nicht komplett richtig realisiert. Ne? Ich habe immer noch, ich erwische mich immer noch dabei, dass ich mir denke, so auch irgendwann sehe ich die wieder. Dann kommt die dann von der Reise, wo auch immer sie ist, im Ausland wieder zurück. Ne? Aber dem wird ja nicht so sein. Das ist so ein bisschen so das Irrationale, was man da hat. Und ja, vielleicht mache ich das hier an der Stelle schon direkt auf. Also ich habe das auch schon in einigen Folgen gesagt für die Hörer, die unsere Folgen kennen. Dass der Glaube ganz viel ausmacht. Also bei mir ist das so, dadurch, dass ich in meinem Glauben so gefestigt bin, durch meine Krankenpflegeausbildung, also wo ich schon mit, also in der Zeit, als ich die Krankenpflegeausbildung gemacht habe, habe ich viel mit Sterben und Tod zu tun gehabt und habe für mich dann schon die Frage gestellt, so, also mir die Frage gestellt, muss doch das Leben irgendwie mehr bedeuten, muss doch noch einen Sinn haben oder es muss ja einen Grund geben, warum wir da sind. Und ja, dadurch habe ich dann mit der Zeit immer mehr mich tiefer verwurzelt auch oder das mehr gelebt, was in mir schon war, angelegt war, dass ich sowieso glaube, dass es keine Zufälle gibt und dass wir uns, das ist mein Glaube, mein persönlicher Glaube, dass wir uns alle wiedersehen werden nach dem Tod und Judith nur vorausreist. Und mit diesem Glauben kann ich natürlich auch viel meiner Hoffnung und Wünsche da auch mit verarbeiten und das macht mir auch letztendlich Hoffnung und mir geht es mit dieser, ja, ich würde sagen, so diese Sicht gibt mir Trost, ne? Und ja, so ist es für mich so persönlich. Bruder, jetzt, wie sieht's für dich da aus, sofern du da was zu sagen Ja, willst erstmal? also ich sehe es auch so, vom Glauben her ist natürlich, also das hilft uns hier in dem Zusammenhang. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, ja, dass wir uns zu Lebzeiten, also Judith auch zu Lebzeiten so, dass wir uns ganz viel im Leben aufgrund des frühen Todes unserer Mutter sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Stimmt. auch im Vorhinein. Also
Mutter selbst war ja als Krankenschwester, hat sie ja auch immer wieder darüber gesprochen, welche Erfahrungen sie gemacht hat mit Menschen, die verstorben sind oder kürzlich verstorben Stimmt. sind. Also manchmal sehr gruselige Geschichten sogar, an die ich mich da erinnere, die Mama uns da manchmal am Esstisch oder wie auch immer erzählt hat. Und ja, dadurch haben wir eigentlich, glaube ich, grundsätzlich einen ganz anderen Umgang schon von vornherein darauf gehabt und uns sehr viel damit beschäftigt. Dann Steffi Kaiser, ja, die auch in der Sendung hatte, ich glaube sogar zweimal, ne? Nee, die hatten wir in dieser Sendung einmal. Steffi war in einem anderen Podcast, anders schlau von mir, der Podcast mit Birgit Feldmann zusammen. Da war sie in zwei Folgen zu spezifischeren Themen. Hier bei uns mit Judith hier, der Podcast Psychotop Coach, war sie zu dem Thema, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ne? Genau, ja, Ja. war das richtig. Ja. Und also für die, die mich hier nicht kennen, ich habe mich da in dem Zusammenhang auch sehr viel mit beschäftigt. Also habe da auch dieses Glück gehabt, mit Steffi zusammenarbeiten zu können sogar und das Ganze ein bisschen näher zu verfolgen. Und spätestens seit der Zeit, also wenn man gewisse Erfahrungen macht und auch Dinge wahrgenommen hat, dann kann man das eigentlich gar nicht mehr leugnen. Und in dem Zusammenhang natürlich ist es sehr, sehr helfend und sehr tröstend zu wissen, dass es tatsächlich nicht alles vorbei ist und Ja. irgendwann plötzlich das Licht aus ist, sondern dass es möglicherweise tatsächlich für uns Seelen einen wesentlich längeren Weg gibt und Möglichkeiten und das im Grunde genommen hier nur ein Ausschnitt ist. Ja, also ihr kennt alle dieses Beispiel von der Raupe, die sich verpuppt und zum Schmetterling wird und so weiter. Und wir wissen ja auch in vielen Kreisläufen aus der Wissenschaft, dass irgendwo nie wirklich etwas beendet ist, sondern dass Kreisläufe weitergehen. Und ich kann auch nur in dem Zusammenhang zumindest diejenigen, die da schnell auch Konflikte kriegen, zumindest darauf verweisen, dass wir in vielen oder in fast allen religiösen Glaubensrichtungen ähnliche Komponenten in der Geschichte haben, Glauben auch von vorangegangenen Völkergruppen, die ganze Bereiche tatsächlich, also denk nur an die Ägypter, ja, die sogar ganze Boote gebaut und mit bestattet haben, damit sie über den See reisen konnten und dann im Reich der Toten gut ankommen konnten. Ne? Ja, ach schön, ey. Ich habe jetzt so das Gefühl, jetzt erzähl bitte noch ein bisschen mehr. Ich finde das gut, ey. Voll Ja, spannend. ich weiß, aber ich will jetzt auch nicht zu Ja, sehr, klar, ne? nee, Also, klar. ja, Ja. also das ist halt so in dem Zusammenhang, ich habe das relativ schnell auch zumindest für mich so greifen können. Wir betrachten das aus der Perspektive, da ist Judith jetzt zu so früh gegangen. Wenn man aus der Perspektive der jenseitigen Welt und wir mehrere Inkarnationen haben, dann war es eine Party, wo Judith mit dabei war, wo sie mit dazu gekommen ist. Ne? Ja, klar, auf jeden Und Fall. für 38 Jahre uns alle begleitet hat und Ja, so fühlt es sich echt an. unglaublich viel geschaffen hat, auch in dem Ja, Zusammenhang. Ne? auf jeden Fall, so fühlt sich das an. So, ey, yo, ihr inkarniert euch, komm mal mit hier, 38 Jahre Party und dann bin ich auch wieder weg. Ne? So, das hört sich jetzt vielleicht für die, die sich jetzt zu diesen Perspektiven, die wir aufmachen, jetzt irgendwie so sich seltsam anhört oder komisch oder fast schon so, wie kann man nur so darüber reden oder so. Wir möchten da auch nicht anstößig wirken, sondern euch eher einladen, wenn ihr für so eine Perspektive empfänglich seid, könnt ihr gerne mit surfen. Ne? Aber damit wollen wir natürlich niemandem zu nahe treten, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich bin vielleicht eher jemand, der nicht an sowas glaubt, sondern im Sinne von, das Leben hat dann mit dem Tod irdisch auch ein Ende und man geht halt von der Biologie wieder in die Biologie über, also im Sinne von, dass man dann stirbt, der Körper sich auflöst und dann ist Ende und dann gibt es auch nichts mehr. Das ist ja eine ganz andere Glaubensrichtung und die würden vielleicht jetzt sich mit dieser Betrachtungsweise so ein bisschen so als, naja, ganz schön kitschig abgehoben, wie auch immer. Aber es geht gar nicht um eine, finde ich, um die Frage hier, was ist richtig, was ist falsch. Ne? Wir laden euch ja gerade jetzt für diesen Punkt, den wir heute in dieser Folge jetzt zu diesem Zeitpunkt hier eröffnen, wollen wir euch einfach nur einladen in unsere subjektive Sicht damit. Und wir beide fahren damit ganz gut, wollen jetzt nicht jetzt damit indirekt Werbung machen, sondern euch einfach auch einladen, wie wir persönlich damit umgehen, quasi unsere persönliche Entscheidung und unsere persönliche Reaktion auf das Thema mit Judith. Ne? Und tatsächlich kann ich noch vielleicht auch das Thema aufmachen. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt Corona, ne? Also ich hatte, glaube ich, ja genau einen Tag vor Judiths Tod hatte ich, dann war ich ja positiv getestet.
Und dann war das Problem halt wegen auch die Frage, kann ich Judith noch sehen? Ne, bei mir war es wichtig, Judith noch zu sehen, weil man muss sich vorstellen, wenn jemand plötzlich verstirbt, und das war für euch ja bestimmt auch so, das Gefühl, dann ist der Mensch mitten im Leben so lebendig, habt ihr ja auch in den Kommentaren geschrieben, wie kann so eine lebendige Frau mitten im Leben stehen, plötzlich sterben? Und das war tatsächlich auch natürlich hier für uns im Privaten genauso. Und mir war es ganz wichtig, Judith auch nochmal zu sehen, also zu sehen, das ist sie wirklich, also sie ist wirklich gegangen, ne? So, da sage ich euch ganz klar, ganz subjektiv, ich gehöre auch zu denen, die auf der physikalischen Existenz, also in Bezug auf, was man sehen, fühlen, anfassen kann, also, ne? Also was wirklich wahrnehmbar ist auf unseren, wie die meisten, wie alle Menschen das nutzen, auf den Sinneskanälen, war es für mich ganz wichtig, Judith auch zu sehen in diesem Zustand, sie ist verstorben. Und zum Glück war das möglich. Na, du hattest sie ja auch gesehen und bist sogar noch mal mitgekommen, weil ich konnte durch die Quarantäne erst danach, aber es war noch möglich, Judith sehen zu können. Und ich muss euch sagen, für mich war es ein ganz wichtiger Prozess. Ich durfte sie sogar auch berühren, das hatte ich vorher gefragt, und weil ich bin jemand, der auch das Gefühl braucht, und ich weiß noch genau den Eindruck, als ich sie berührt habe, da, das war so, ja, es war ganz wichtig für mich, ne, das festzustellen, dass sie körperlich nicht mehr da ist, aber ich habe gemerkt, so wie so ein Gefühl, ich werde plötzlich umarmt. Und das hat nichts zu tun mit, ich bin irgendwie jetzt so, ich bilde mir das ein, weil es war ein körperliches Gefühl. Und jetzt könnten natürlich, klar, Hirnforscher oder so werden vielleicht sagen, ja Mensch, kann es ja trotzdem sein, dass du das da einbildest oder so. Aber ich muss euch sagen, es war, also würde ich das schon behaupten, dass ich das unterscheiden kann. Es fühlte sich wirklich so an, als wenn jetzt wirklich jemand mich hier gerade umarmt, ohne dass die Person dann da gerade steht. Und nein, ich bin nicht psychisch krank im Sinne von hab Psychosen oder dergleichen. Das hat was zu tun auch mit einer subjektiven, das ist mir klar, subjektiven persönlichen Wahrnehmung, die mir persönlich vorbehalten ist und mir unheimlich viel Trost und Dankbarkeit gegeben hat und natürlich auch zu meinem Glauben, den ich habe, extrem gut da passt. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Deswegen habe ich euch jetzt gerade eingeladen, das mal so nachvollziehen zu können, wie ich das sehe. Na, ich glaube, für dich war es auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich den, wenn ich das so überleiten darf zu dir. Ja, in jedem Fall. Also ich versuche, also ich meine, es ist halt ein Thema, was da schwierig ist, weil es ist ja, ich meine, es steht ja auch jedem zu, seine eigene Realität leben zu können und seine eigene Wahrheit, ja. Und es fängt ja schon allein damit an, Menschen, die manchmal irgendwo ein Problem erachten oder identifizieren, was für andere gar kein Problem darstellt, weil sie gewohnt sind, mit solchen Themen umzugehen. Heißt noch lange nicht, dass dann kein Problem vorhanden ist. Für den Menschen, der das Problem hat, der sieht dieses Problem, ja, und für den ist es real. Und da fangen schon die Konflikte an, ja, wo manche dann denken, ja, wieso glauben nicht alle an Leben nach dem Tod oder ne, wieso und Beweise und so weiter. Es ist halt, damit geht ja ganz viel einher. Ja, man kann ja auch, es hat ja auch Gründe, warum manche Menschen das nicht so annehmen können, diesen Glauben und auch andere Dinge, obwohl sie die wahrnehmen, wiederum nicht leugnen. Also es gibt halt, es hat halt viele Hintergründe auch, dass man überhaupt Erfahrungen machen kann in bestimmten Zusammenhängen. Und ich glaube auch, dass wir uns da, dass wir da drauf vorbereitet werden im Vorhinein. Also dass wir da uns bewusst für entscheiden. Um mal auch zu Judith zurückzukommen. Ich erinnere mich, wir hatten diese Folge zum Älterwerden, glaube ich. Ich Ja, richtig. meine, dass wir das Thema da mal besprochen haben. Wir haben nach Mutters Tod uns ausgetauscht mal und haben alle wahrgenommen auch, dass wir das Gefühl hatten, dass Mutter mal möglicherweise früh gehen könnte. Also wir hatten alle, ich glaube, jedes Kind entwickelt mal die Angst, dass die Eltern auch mal nicht mehr da sind und versterben. Aber bei uns war es schon irgendwie alles so ein bisschen anders, hat sich anders angefühlt. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass Judith irgendwann mal auch gesagt hat, dass sie dieses Gefühl nicht verloren hat nach Mutters Tod. Da erging es mir beispielsweise anders. Und in diesen Zusammenhängen glaube ich halt auch, dass da im Vorhinein, also es einfach so vorhergesehen war. Ja, also das. Man neigt ja immer dazu zu denken, so als ein Fehler passiert, ja, da ist jemand gestorben, der nicht hätte sterben dürfen oder das, ja. Also ich glaube halt auch auf diesen Ebenen, also da passieren keine Fehler. Also da kann man schon eigentlich von ausgehen. Natürlich gibt es Menschen, die nicht für sich sorgen oder nicht aufpassen und
auch dann dadurch versterben. Und das sind dann nochmal andere Zusammenhänge. Aber hier in dem Zusammenhang, wie es sich dargestellt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, sollte es so sein. Ja, vielleicht nochmal, um die Hörer auch abzuholen, jetzt, die vielleicht denken, jetzt zum Beispiel, wenn man sehr stark angstsensitiv ist, ne, und denkt so, oh, muss ich jetzt auch weiter Angst haben, oder hat meine Angst vielleicht sogar auch eine Bedeutung, dass ich, ne, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich könnte jetzt sterben, dass dann das vielleicht jetzt mit den Worten heißt, oh, ich werde sterben oder dergleichen. Die Richtung ist nicht die, die wir hier jetzt euch vermitteln möchten. Im Gegenteil, das ist ja auch eine sehr persönliche Folge. Um aber, wie gesagt, diese Hörer abzuholen, kann ich euch auf jeden Fall sagen, was damit eher gemeint ist, wenn ihr das jetzt auf euch überträgt, ist, dass es nicht Angst erzeugen soll, sondern eher Zuversicht. Also Zuversicht im Sinne von, also so wie wir es vermitteln, im Sinne von, dass das Leben einen Plan verfolgt, so ist zumindest unsere subjektive Sicht darauf, und dass wir sowieso, das ist ja etwas, was wir alle wissen, wir werden irgendwann sterben. So, das ist ja etwas, was klar ist, und kann man diskutieren, ob wir das gut finden oder nicht, ne? Aber wir werden irgendwann versterben, und es geht ja vielleicht mehr darum, das ist übrigens ein schönes Zitat, was ich hier, ich krieg es nicht in genauen Wortlaut hin, aber was in dem letzten Bond-Film hier, keine Zeit zu sterben, am Ende, und zu spoilern, nur von diesem Leiter dieser Geheimorganisation vorgelesen wird. Wunderschön fand ich das, hat Gänsehaut bei mir verursacht, als er sagte, es geht nicht darum, das Leben zu verlängern, so, also zu gucken, dass wir unnötig immer das Leben oder generell immer versuchen, maximal zu verlängern, sondern dass man die Zeit, wie sie uns gegeben wird, dass wir sie nutzen, dass wir sie inhaltlich nutzen. Und damit, um wieder an deine Worte anzuschließen, damit auch euch abzuholen, die Frage sollte nicht sein, ich habe Angst, ich könnte sterben, sondern vielmehr, ich meine, wir werden irgendwann alle sterben. Also ich will euch damit einladen, lasst eher, fühlt euch darin aufgerufen, die Angst loszulassen und eher sich zu fragen, ich versuche für mich das Beste daraus zu machen. Ja, mein Leben bewusst zu leben. Ne, und das ist etwas, das kann man ganz klar sagen bei Judith. Judith hat ihr Leben voll powermäßig, und wie ihr sie auch kennt hier und auch geschrieben habt, einfach immer genutzt für sich. Ja, sie hat das dann bis zuletzt noch Buch, Haus, Kinder, also alles, ne, so auf den Weg gebracht, ne, und auch, um jetzt nicht zu stark ins Private zu gehen, aber alle Bereiche, auch ihre eigene Familie, also ich spreche jetzt von Mann, Kinder und so weiter, selbst von da, ne, war auch so, dass man da ganz klar spüren konnte, die Botschaft, ja, das ist alles so richtig und gut und stimmig. Und es war halt nur aus der hinterbliebenen Sicht zu kurz. Also man sich wünschen würde, Mensch, warum konntest du das nicht noch die Ernte einfahren, noch weiter ausleben und erleben? Aber sie hat ihr Leben voll genutzt. Ja, definitiv. Also, ich meine, auch Jules war ja auch ein Mensch, die immer versucht hat, noch alles mit reinzupacken, ne? Und viele Dinge mit unter einem Hut zu kriegen. Jetzt zuletzt war natürlich dann sehr viel los, sodass es schwieriger war, mit ihr Zeit zu finden. Aber auch bei der Beerdigung oder im Nachhinein, also wie viele Menschen oder Freunde sich dann gemeldet haben und auch mitgeteilt haben, Mensch, Jules wollte im nächsten Jahr sie besuchen kommen, also oder in diesem Jahr. Also man merkt halt einfach, dass Judith immer wichtig war, auch in dem Zusammenhang ihren Impulsen nachzugehen. Also Menschen um sich zu haben, auch diese Teile zu leben. Ja, also sie war da in vieler Hinsicht sogar mir ein Vorteil, nicht Vorteil, ein Vorbild, so Vorbild, genau, Vorbild. Vorbild, ja. Schön. Ja, das glaube ich. Also so würde ich das auch sagen. Ich meine, vielleicht liegt das an unserer Familie, die uns jetzt kennen, werden das sagen, ja, also würden uns jetzt wahrscheinlich da bestätigen, ne? Wenn ich jetzt an unsere Mutter denke, die hat auch immer ihr Leben voll gepowert, und gepowert heißt ihr Leben gelebt, also auch wirklich komplett genutzt, die Zeit maximal genutzt. Und bei Judith würde ich das auch unterschreiben. Also das war, ist da genauso, ne? Und ich würde sagen, das ist etwas, was irgendwie die Familie irgendwie auszeichnet, ne? So, also auch die gesamte Familie meine ich jetzt, ne? Jo, also Ja, klar, um Gottes Willen. Also ich meine, es ist ja auch immer die Frage, was jeder für sich im Leben überhaupt erleben will. Ne? Also die einen wollen Kinder, die anderen die aber vielleicht nicht. Manche wollen eher die berufliche Karriere, wiederum anderen ist es wichtig, dass familiär sich das weiter ausprägen kann, weiter wächst und viel mehr Zusammenhalt da ist. Und ja, ich glaube, so wie alle gibt es dann da auch den Konflikt, ne? Dass man am liebsten irgendwo alles und irgendwie alles mitnehmen will, leben will. Und ja, man sollte, ich finde wichtig halt, dass man das Leben halt nicht vergisst. Und das Ja, ist zumindest ja. schön
zu wissen, das war auch mal anders in unserer Familie. Da gab es auch andere Menschen, die haben vielleicht mehr oder weniger vergessen zu leben. Also ne, bei dem Ganzen. Und Ne? Genau, ja. Ja, und ich würde vorschlagen, vielleicht gehen wir nochmal auf das Thema auch ein, für die, die sich fragen, Mensch, was ist denn da passiert? Ne? Ohne jetzt zu stark in die Details zu gehen, also ne, um einfach auch aus Wahrung der Privatsphäre. Aber wenn wir da sagen, ich hatte es ja schon angekündigt, dass es da um einen natürlichen Tod handelt, damit will ich das mal kurz auflösen, was ich mit der Be Formulierung meinte. Es hat damit zu tun, dass, wenn man den Begriff so nutzt, damit sagt, dass jetzt nicht durch Eigen- oder Fremdverschulden, also sprich irgendwie Mord oder Selbstmord oder dieser dergleichen Jude Oder zu ein Tode kam Unfall, oder ne? ein Unfall, genau. Weil das zum Beispiel ja das, was unserer Mutter ja passiert ist, ne? Das ist ja dann rückwärts nachts die Treppe runter, Schädelbasisbruch, sofort tot, ne? Auch so etwas plötzlich aus dem Leben gegriffen, ja, oder? Ne? Ja, wie du das sagst, also, ne? Was? Wieso? Rückwärts die Meinst du? Treppe runter, Schädelbasisbruch tot. Ja, war ja so. Ne? Ja. Genau. Ja, und ja, so kann man bei Judith sagen, ne? Ohne zu weit ins Detail zu gehen. Ne? Da war es eine bekannte Herzschwäche, ne? Die bei ihr bekannt war, schon lange, 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 lange voraus. Und da wurde Judith auch gut behandelt, eingestellt. Genau, Also im sie war Sinne gut von, angestellt. also war immer in Behandlung und dergleichen. Und das war etwas, was dann sich dann halt so entwickelt hat. So kann man das ganz klar sagen. Also wurde uns das auch rückgemeldet. Genau. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch was weiter dazu sagen müssten, weil ich würde sagen, es braucht nicht mehr, braucht nicht viel mehr, ohne jetzt zu stark in das Private reinzugehen. Nicht jetzt aus Geheimniskrämerei, sondern einfach, weil ich glaube, dass von den Informationen her, glaube Genau. ich, also. Also ich glaube, dir ist auch wichtig, jetzt hier an der Stelle einfach zu vermitteln. Also natürlich ist ein solch frühes Ableben, fühlt sich nicht natürlich an, aber es war halt im Zusammenhang mit der Vorerkrankung für uns alle schlüssig und plausibel und medizinisch ist es auch bestätigt worden und insofern. Ja, ne, und vielleicht, um nochmal trotzdem ein paar Stimmen nur abzuholen, wenn man sagt, so Mensch, Jude, vielleicht dann, ne, hier oder da, Herzschwäche wegen im Sinne von vielleicht zu viel Stress oder dergleichen, ne, ich weiß immer, so böse Zungen gibt es ja immer wieder. Da kann ich euch auf jeden Fall aus Zuversicht sagen, nicht nur, weil ich jetzt so eine subjektive Sicht, weil ich jetzt der Bruder bin, ne, kann ich euch aber sagen, dass das nicht der Grund war, also das nicht. Und ein anderer Aspekt ist, wo ihr euch vielleicht auch fragen werdet, ist Jude vielleicht an Corona oder mit Corona gestorben? Ich finde es wichtig, nochmal kurz anzusprechen, weil die Frage ja auch berechtigt ist. Insofern, weil es gibt bekannte Studien und auch und auf, sag mal, soll ich das sagen? Also es gibt auch wissenschaftliche Studien dazu, dass es eine Verbindung von Herzerkrankungen und dann auch ein Tod im Zusammenhang mit Corona nachgewiesen worden ist in bestimmten Fällen. Das hätte man natürlich jetzt noch pathologisch abklären lassen müssen. Da haben wir uns absichtlich gegen entschieden. Das wollten wir nicht. Also wollten jetzt nicht noch das genau wissen, weil es hätte zum einen Judith nicht lebendig gemacht. Und zum anderen war es für uns so, dass wir es akzeptiert haben. Wir haben es akzeptiert, dass Judith anhand dieser, wie gerade gesagt, Herzschwäche verstorben ist. Ne, so muss man es ja sagen. Also diese Herzerkrankung, ne, dieser, die man aber, mit der man auch alt werden kann, ne, die gut eingestellt war. Also gut heißt im Sinne von war eingestellt. Ne, so. Würde aber schon sagen, gut, aber ich finde, das ist manchmal so ein bisschen so zu umgangssprachlich schwafelig. Ne, aber jetzt für die jetzt nochmal, die vielleicht auch sich Gedanken machen, Mensch, ja, und auch skeptisch sind und bitte bleibt es auch, ne, ob es jetzt vielleicht doch Corona war oder jetzt auf die eigene Situation, wenn ihr jetzt zum Beispiel Herzerkrankungen habt oder Sorge habt, dass das da einen Zusammenhang gibt. Ich kann euch da noch kurz, und dann würde ich die Kiste aber auch mit Corona zumachen. Hier an der Stelle wieder kann ich euch nur ermutigen, klärt das gerne ab, wenn ihr unsicher seid, auch immer mit Ärzten. Also dann mit dem Arzt eures Vertrauens, ja, sage ich absichtlich so, dass man dann nochmal sich sonst auch nochmal untersuchen lässt, wenn man da bekannte Vorerkrankungen hat und so. Und die Ärzte sind meines Wissens nach auch, sollten sie zumindest auch darüber informiert sein und euch dann auch individuell entsprechend begleiten. Und es ja, klar, bedarf es einer genaueren Beobachtung, wenn es da Zusammenhänge gibt. Aber da kann ich euch sagen, dass das, ja, dass das gut, das auch im Blick hatte. Und deswegen können wir, würde ich jetzt sagen, euch nur ermutigen, wenn ihr selber betroffen seid. Klar, also holt euch da Hilfe oder lasst euch da weiterhin begleiten. Ne? Und ich möchte euch da keine, jetzt nicht die Angst damit erhöhen, sondern euch nur ja, eine Orientierung geben. Also im Sinne von,
Ich kann es verstehen, dass man es nicht unterm Teppich kehren sollte, aber man sollte auch nicht zu stark in die Angst gehen. Also, das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, nochmal so zu betonen, ne? Wobei wir jetzt wieder damit schließt sich auch wieder der Kreis in unserer subjektiven, also dieser persönlichen Folge, ne? Weil das natürlich zu uns gut passt in Bezug auf, dass wir nicht an Zufälle glauben. Also, das heißt, mit anderen Worten, wenn ich so betrachte, Bruderherz, was Judith alles im Leben geschafft hat und auch nicht so an, auch an andere Menschen sogar auch denke, dass es da, wenn es so sein sollte, dann soll es so sein. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn Judith, also so ist unsere Sicht, das ist jetzt eine rein subjektive, ist keine neutrale, oh, das ist eine rein wirklich persönliche Sicht, dann wäre Judith jetzt auch noch hier. Also das so nach dem Motto, weil sie so viel, wie gesagt, auch geschafft hat. Also es würde mich jetzt gewundert, wenn jetzt die aktuelle Situation, ne, mit auch Umzug und so und das alles dazu geführt hätte, dass sie jetzt deswegen verstirbt oder so. Das, da glaube ich, wie gesagt, nicht an Zufälle. Ja, also genau, ist halt, ich glaube, da haben wir uns auch schon, haben wir schon einiges jetzt zu gesagt und auch in anderen Folgen von euch ist da sehr viel zu gesagt worden. Ich denke, es ist immer wichtig, dass man, es ist schwierig zu vermitteln, aber es ist wichtig, vielleicht in dem Zusammenhang sich bewusst oder vor Augen zu führen, es ist nicht alles festgeschrieben. Ja? Also wir leben hier nicht irgendeinen vorher ausgesuchten Plan ab oder runter und haben kein Mitspracherecht oder so. Viele Dinge sind möglicherweise nur, dass Potenziale da sind, dass wir uns es offen halten, das leben zu können oder auch nicht. Also wir entscheiden uns größtenteils dann zu Lebzeiten auch, wie wir leben und was wir leben wollen, auch vor allen Dingen, welche Inhalte wir leben wollen. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, glaube ich, dass ein Mensch, der jetzt Angst hat und Ängste entwickelt, auch vor einem Tod, also es hat ja alles, irgendwo hängt ja alles miteinander zusammen. Ja? Heute ist in der Medizin überall anerkannt und auch geklärt, dass über die Hormonausschüttung dann Stress entsteht, was den Körper wieder zusätzlich schadet. Und all diese Themen fließen da ja mit rein. Ne? Und insofern ist es tatsächlich wichtig, also ich meine, kommt ja auch keiner auf die Welt, setzt sich mit dem Helm und Schutzausrüstung auf der Couch, ja, bleibt da 50 Jahre und merkt dann, oh, ich bin doch alt geworden. Also macht ja keinen Sinn. Ja, bin ich bei dir, auf jeden Fall. Ja, ne, aber ihr, auch das ist, ne, wir wollen euch übrigens auch nicht damit überreden oder überzeugen oder in irgendwelche Richtungen lenken, sondern deswegen war mir, ist mir es wichtig, nochmal einmal zu wiederholen jetzt hier, auch wenn ihr es schon so oft gehört habt, aber es ist natürlich eine sehr persönliche Folge. Das heißt also, wie wir das sehen, wie wir damit auch umgehen, ne, und ihr seid natürlich selber natürlich herzlich eingeladen, eigene Meinung euch darüber zu bilden. Das solltet ihr auch, ist auch vollkommen okay, ne, nur wir bieten euch hier ja, auch eine Orientierung an. Ne? Auch wenn ihr euch jetzt fragt, wie geht man denn mit so einem Verlust um oder so. Das vielleicht kann ja auch sein, dass Leute von euch sich die Sachen so auch anhören und so. Das ist natürlich, es waren viele, die sich gefragt haben, Mensch, wie geht es denn jetzt dann Jules Familie? Ne? So, wie geht es denn da weiter? Also da kann ich euch auf jeden Fall sagen, ich meine Meinung, losgelöst von Judith, war schon immer, dass ein Tod und eine Geburt, also diese Phänomene, die Menschen immer extrem zusammenbringen. Gut, Hochzeit kann man noch dazu nehmen, ne? So, das sind so Sachen, ne? Vielleicht oder auch andere kritische Lebensevents, ne? Kritisch nicht im Sinne von Werten negativ, sondern generell Sachen, die so außergewöhnlich sind. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht wirklich sind die Momente, wo vieles in Bewegung kommt, wo auch nochmal Kontakte, Beziehungen und so weiter nochmal neu sich formieren können, wo man gucken kann, wo man in Kontakt kommt, einfach anders in Kontakt kommt. Das sind wie Einladungen, auch Einladungen zu Veränderungen. Und da, um da auch zu sagen, ist es eine Einladung, auch nochmal hinzuschauen, was ist wichtig im Leben, wo möchte man sich hin entwickeln. Und jetzt konkret nochmal hier, um euch da auch abzuholen, ohne zu stark ins Persönliche zu gehen, also um zur Wahrung wie sagt man, ja, Privatsphäre der anderen, die nicht jetzt hier anwesend sind, möchte ich einfach sagen, dass auch die versorgt sind, dass auch die wirklich, muss man sagen, auf dem Weg sind, für sich hinschauen. Also so ist unsere Wahrnehmung, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, Mensch, oh, hier machen wir uns jetzt extreme Sorgen oder dergleichen, sondern ich würde sagen, die Herausforderung Leben 2.0, also wie geht das Leben dann weiter? Wird angenommen. Also die Herausforderungen haben alle konstruktiv
für sich angenommen. Und selbst wenn das nicht so wäre, jetzt spreche ich euch als Hörer an, wenn ihr also sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe oder ob ich mir das vorstellen kann, ne, wenn ich zum Beispiel kein Netzwerk habe oder wenn ich merke, ich bin damit ganz alleine, ne, dann ist es auch vollkommen okay, sich Hilfe zu suchen. Also ihr könnt euch sicher sein, ich zum Beispiel, wenn ich merken würde, ich komme damit nicht klar, ich würde mir sofort Hilfe holen. Also ich würde es zum Ersten natürlich primär in meinem engsten Umfeld machen hier, ne, mal die Personen, die mich kennen. Aber wenn ich das Gefühl habe, da komme ich nicht weiter oder ich brauche vielleicht noch eine neutrale Sicht oder eine fachliche Sicht, dann würde ich mir natürlich da Hilfe suchen, auf jeden Fall. Warum denn nicht? Ne? So. Ich glaube auch, dass es wichtig ist. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu trauern, sich die Zeit zu nehmen, zu trauern und auch einen Verlust zu bedauern und darunter zu leiden. Also wir haben ja auch unsere Phasen jetzt im Zusammenhang auch mit Judith gehabt und das nimmt natürlich auch nicht ab. Also diejenigen unter euch, die vielleicht schon auch nahestehende Verluste miterlebt haben, wissen, es gibt keinen Moment, wo dann plötzlich man keine Wunde mehr hat oder ja, man wächst sein ganzes Leben lang da mit rein. Also und wann immer man zumindest merkt, auch im späteren Verlauf, emotional verändert sich da was bei mir oder ne, ich bin plötzlich gereizter oder vermisse plötzlich jemanden noch deutlicher, also obwohl er schon seit mehreren Jahren vielleicht verstorben ist. Mhm. Das sind alles Dinge, die sind dann kein Bullshit oder bilden wir uns ein, sondern ich finde es wichtig, dass man da dann auch hinschaut, guckt, wie verändert sich das, geht das wieder oder tut es mir vielleicht gut, möglicherweise dann mich auch damit zu beschäftigen, und ansonsten tatsächlich Hilfe zu suchen. Ne? Weil manchmal ist es einfach für einen Prozess wichtig, dass man Dinge formuliert, artikuliert und auch entsprechend dann Informationen darauf erhält. Auf jeden Fall. Und ich sehe das immer so, das vermittle ich nicht nur in der Praxis, also meiner beruflichen Praxis, sondern auch privat. Ne? Also ich bin immer der Meinung, wenn jemand verstirbt oder geht, dann ist das wie ein Loch, eine Kluft, die da hinterlassen wird. Aber diese Kluft ist auch gut so. Warum? Nur, dass ihr versteht, was ich meine jetzt gedanklich. Diese Person ist nicht zu ersetzen. Es ist auch nicht das Ziel, dass eine andere Person diese Person ersetzt, weil sie einzigartig ist. Und es geht eher darum, dass man schaut, was mache ich jetzt damit? Bleibe ich jetzt an dieser Kluft stehen oder gehe ich weiter und gucke, dass ich Dinge, die wir brauchen oder die uns wichtig sind, wie kann ich die dann in mein Leben neu pflanzen oder weitergehen, wisst ihr? Also es geht nicht um Ersatz, sondern eher um, was brauche ich dann vielleicht als Alternative, ja, wenn was fehlt. Ich bin jetzt losgelöst von Judith gerade, ne? Sondern allgemein, also sei es zum Beispiel, wenn es die Mutter ist, wenn es, klar, Partner ist oder eine wichtige Person, eine inspirierende Person, ja, dann ist diese Person gegangen. Und sie ist nicht zu ersetzen. Aber da wäre die Frage, was hat sie für mich natürlich auch bedeutet? Also zum Beispiel, wenn sie im Alltag, nehmen wir mal jetzt das Beispiel, was wieder relativ nah an Judith ist. Also wenn es darum geht, irgendwie Partner verstirbt, dann finde ich es absolut aus psychologischer Sicht, aber auch aus meiner privaten Sicht total hirnrissig, wenn man sagt, ja, jetzt bleibe ich halt ein Leben lang allein. Ja, so, wisst ihr, wie ich meine? Ja, also ich will auf das Prinzip hinaus, das Leben geht ja weiter. Und es geht nicht darum, das ist übrigens auch, muss noch nicht mal jemand für sterben. Das ist auch, wenn ich mich von jemandem trenne. Ja, also es ist dann so, dass man ja dann schaut, okay, das Leben geht weiter, es geht anders weiter. Und dann muss ich mir die Frage stellen, was brauche ich, was ist mir wichtig? Ja, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also dieses Prinzip, dass das auch eine Wertschätzung hat, eine Würdigung, eine Wertschätzung, wenn wir uns klar machen, diese Person, diese individuelle Person ist nicht zu ersetzen. Und ich bin auch immer jemand, der euch auch damit ermutigt, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, kann man da denn was machen? Ich finde es für mich als persönlicher Prozess, aber auch, wenn man an sowas glaubt, auch für den Prozess der Personen, die gehen, auch wichtig, dass man sie, wenn man betet, sie ins Gebet mit einschließt oder auch eine Kerze anmacht. Also ich bin mal ein totaler Freund davon, eine Kerze anzumachen. Deswegen habe ich euch ja auch in meiner persönlichen Nachricht gesagt, Mensch, ne, wenn das zu euch passt, macht gern, zündet für Judith eine Kerze an oder ne, schließt sie, jetzt sage ich es hier nochmal explizit, mit ins Gebet ein. Das ist schon eine sehr mächtige, also der Glaube ist eine ganz, ganz mächtige, auch psychologisch übrigens, auch wissenschaftlich gut dokumentiert inzwischen und bestätigt, ein sehr machtvolles ja, Instrument, ist das falsche Wort, aber etwas sehr Mächtiges, was uns hilft, ja, lebendig zu werden und uns auch zu stabilisieren,
Ne? So. Ja, also um mal das Thema Glaube da nochmal schnell zumindest Ja, mach auf auf. dem, ja, also ich meine, wir müssen uns vielleicht auch mal bewusst machen, die Welt, so wie wir sie heute, wie wir heute leben und wie sie heute existiert, ist so entstanden, weil vorher Menschen an etwas geglaubt haben, was noch nicht da war. Ja, also ich habe zum Beispiel auch, finde ich ganz witzig, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da ging es über Raumfahrt und so und Technologie, wie wir sie eigentlich aus dem Film Star Trek oder ne, und Krieg der Sterne und so kennen oder auch Handys. Ne? Und man hat dann natürlich auch festgestellt, dass genau das auch diese Themen geprägt hat. Also hätten wir vorher andere Sendungen gehabt, wo jemand sich das anders vorgestellt hätte, wäre die Welt vielleicht eine ganz andere geworden. Ja, und es gibt ich bin immer so schnell, dann habe vergesse die Namen, aber es gibt ein Buch beispielsweise über die Geschichte der Menschheit. Und der Autor in diesem Buch hebt raus, dass das, was die Menschen eigentlich unterscheidet als hochintelligentes Wesen, dass wir an Dinge glauben können, die nicht existieren. Genau, Vorstellung. Ja. Ja, genau, sehr mächtiges Instrument. Genau, Ja, das. so ist die Börse entstanden. Also, ne, das ist, also. Ja, jetzt kann man, glaube ich, stundenlang eintauchen. Genau, kann man ein Aber eigenes Thema zu machen. ich höre gerade so raus, du willst da nicht zu viel eintauchen. Das wird uns den Rahmen wahrscheinlich sprengen, denkst du, ne? Ja, vor allen Dingen, also ich meine, wir hauen hier manchmal jetzt gerade Themen runter, wo Doktoren wirklich viel für arbeiten und da, also das ist hier sehr unwissenschaftlich, aber nur um da zumindest mal zu sagen, also Anzuteasern. genau, da ist halt wesentlich mehr im Hintergrund, aber. Vielleicht nehmen wir uns noch, bevor wir dann gleich zum, ja schon fast schon zum Ende kommen, aber noch das Thema Judith nochmal mehr rein. Und zwar lebendig, ne? So, lass doch nochmal die Hörer auch nochmal mitnehmen, so Judith, ne? Ich bin gerade gedanklich, ich habe sie gerade vor Ja. mir. Ich habe gerade ganz viele Bilder vor mir, also Filme und Situationen. Also, Ja. ne, also ich muss schon sagen, ja, also mir fehlen mir gerade die Worte. Ich bin gerade noch bei dem Thema Also, Glaube und im Zusammenhang mit Judith, also auch hier kann ich zumindest nur sagen, was ihr zusammen auf die Bühne gestellt habt und das alles ist ja auch gewachsen, weil ihr da irgendwann mal dran geglaubt habt und solche Sachen. Und Judith war da auch immer besonders gut drin. Also ne, sie hat häufig auch Dinge gesehen, wo sie dran glauben konnte und vergehen konnte und wo sie viele Menschen mitgerissen hat. Also das war gerade etwas eigentlich, was Judith sehr ausgezeichnet hat, finde ich. Auf jeden Fall. Also Judith habe ich ganz klar gesehen. Das haben wir, glaube ich, auch mal so zwischendurch so mal in den Folgen genannt. Aber das wäre schon, also das Buch war ja ein Aspekt, der, sag mal, die Möglichkeit gegeben hat, das Potenzial und auch die Möglichkeiten, sich zu verändern, zu entfalten und so ja auch konstruktiv weiterzuentwickeln, auf den Weg zu bringen. Aber es war ein wichtiger Teilaspekt. Und die Idee war schon, dass man vielleicht auch irgendwann mal sogar fast schon so gefühlt auf so eine Art Tour geht. Also das bedeutet, dass wir mehr in den, das war so ein Plan, ne, dass man so vor Ort in Deutschland zu bestimmten Orten reist und mit den Menschen in Kontakt geht. Ne, und auch, dass man, Judith war dabei, gerade bezogen auf ihren eigenen beruflichen Aspekt, gerade eine Ausbildung anzubieten, wo ja auch ein großer Zulauf war. Und was sich sicherlich als ein wichtiger Teilschritt auch weiterentwickelt hat, ne? Weil Jude und ich hatten auch überlegt, ob wir dann mit der Zeit irgendwann mal so eine Art Akademie oder irgendwas Größeres planen, was dann gemeinsam noch weit auf den Weg geht oder so. Ne, das sind so Dinge, die natürlich, also worauf ich hinaus will, ist, das war so ein, so auf dem, so, ja, Jude hat sich extrem durch den Glauben an etwas zu glauben, eine Vision zu haben, so wie auch der Podcast. Und ich finde, das ist etwas, das hat Jude von Anfang an, ne? Ich stelle mir die so als so kleine wieder, also ich denke so gerade an die Situation, als sie noch ganz klein war. Ja, dass sie da auch schon immer wusste, was sie wollte. Ich erinnere mich, dass sie mal so einen kleinen Rekorder hatte mit so einem Kinderding irgendwann Ja, Interviews ja, gemacht hatte schon. ja, das ist ja auch Also, gemacht, stimmt, genau. Ja, also im Grunde genommen das, was Judith heute hier und was ihr miterlebt, sagen wir in der Öffentlichkeit, das hat Judith, ja, genau, das hat sie, das hat sie das gelebt, also ihr hat sie Leben schon lang. früher schon Also, genau. interviewt und gefilmt und ja, auch so lebendig und witzig und ja. Richtig so. Ich würde sagen, so ihre eigene Persönlichkeit, die hatte sie ja von Anfang an. Schon. Auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Ja. Ja,
Wie geht's denn jetzt weiter, Bruderherz? Genau, wie geht's jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Also erstmal ist mir wichtig, für die, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil die dachten, wir sind hier zu abgedreht oder so, oder es ist zu langweilig. Der Podcast Psychotriff Coach wird deswegen beendet, weil er, Jude hat ihn ins Leben gerufen und der ist sehr stark verwoben mit der Grund, wie sagt man, ja, mit dem Geist, also der Geist dieses Podcasts ist halt Judith und Kurt. Und der ist jetzt so nicht mehr möglich und deswegen wird dieser Podcast hier so beendet. Aber die Folgen, da mache ich mich für stark, solange das technisch, und so, das geht ja, technisch möglich ist, werde ich sie auch immer euch zur Verfügung, also online, halten, dass ihr die also immer auch weiter hören könnt. Ich kann euch auch sagen, selbst wenn mal, ich sehe das im Moment nicht, aber selbst wenn das, sagen wir mal, über diese Podcast, also über Audio nicht mehr möglich ist, solltet ihr wissen, dass die Folgen aber auch per YouTube weiterhin ja sowieso immer online sind, solange es YouTube gibt und ich denke nicht, dass das irgendwann abgeschaltet wird und da ist es ja auch per Video zu sehen, ne? Aber also lange Rede, kurzer Sinn, die Folgen sollen auf jeden Fall online bleiben, weil ich weiß, dass die euch weiterhelfen, weiterbringen, wir kriegen auch immer wieder weitere Informationen, ich bin auch weiterhin per Mail zu erreichen, wobei ich nicht weiß, ob die court@psychotriffcoach.de Mailadresse auf Dauer weiter besteht. Das wäre aber möglich unter meinem Namen, meine aktuelle E-Mail-Adresse, wahrscheinlich info@courtneubesch.de, dass ihr da weiter Informationen oder mich weiter kontaktieren könnt oder mir Feedback geben könnt. Ne? Weil die Folgen sind inhaltlich sehr wertvoll, aus unserer Sicht auch sehr wichtig. Wir haben ja viele Fachleute da gehabt und die aber auch persönlich ja auch viele Sachen eröffnet und euch ja von dem fachlichen und persönlichen Fundus haben wir da immer offen und authentisch euch die Dinge mitgeteilt. Deswegen sollen die euch bitte auch weiter zur Verfügung stehen. Ja, da bin ich auf jeden Fall total für. Finde ich super. Ihr habt da ja auch eine Menge gearbeitet. Also und auch eure Gäste. Ja, 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 klar. Auf jeden Fall. Ne? Für die, die dann uns gut kennen, für die anderen ist es jetzt neu. Ich habe seit gut jetzt knapp, das ist jetzt das zweite Jahr, bin ich jetzt, das ja, im zweiten Jahr, ich glaube zweite oder dritte Jahr ist es jetzt mit dem einen Podcast, dem Fach, das sind die beiden Podcasts, die ich mache, sind zwei Fach-Podcasts. Und zwar muss man sich vorstellen, das wäre so ein bisschen, als wenn man nicht Psycho trifft Coach, sondern Psycho spricht hat. So könnte man sagen, die gibt es auch weiterhin, die gehen auch noch weiter. Der eine, da geht's, der ist mit Birgit Feldmann zusammen, da geht es um das Thema Hochsensibilität und Hochbegabung. Also wer für das Thema sich interessiert oder sensibel ist oder mehr dazu hören will, der kann sich gerne da auch hören, ne? Also reinhören. Die sind auch überall verfügbar und zu finden, genauso wie dieser Podcast hier. Und da kommen auch Betroffene zu Wort und wir haben auch Fachleute da. Und dann gibt es den anderen Podcast, den ich alleine betreibe, der heißt Identität und Leben. Und der Podcast mit Birgit Feldmann heißt Anderschlau, habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt. Ne? Also Anderschlau ist mit Hochbegabung, Hochsensibilität als Grundthema. Und der Podcast, den ich allein mache, heißt Identität und Leben. Und da geht es um das Thema, was macht uns im Menschsein aus? Und ich formuliere es absichtlich so allgemein. Ihr werdet jetzt gleich auch wissen, warum. Weil ich bin Psychotherapeut und beschäftige mich ja mit dem Schwerpunkt auf Erkrankung. Und Erkrankung im Sinne von Diagnosen und Symptome und was weiß ich nicht alles. Und die Idee ist mit diesem Podcast eher auf das Konstruktive, auf das, was kann ich denn selber verändern und wo kann ich eventuell auch Dinge verstehen, auch meine Symptome nicht als Erkrankung, sondern als eine Art vielleicht auch Hinweis, wie ich sie für mich selber konstruktiv nutzen kann, verstehen. Und so ist der Podcast dann gewählt. Also, ne, so das ist mir ganz wichtig, von dieser Pathologie, von diesem ich bin krank und kann nichts machen, zu lösen und hinzu, ich kann es auch selbst beeinflussen, ich muss es nur verstehen. So ein bisschen wie ich fahre Auto, stell dir vor, die Menschen alle können Symbol, also jetzt das Leben übertragen auf Autofahren. Wir können alle sofort Auto fahren, haben aber noch nie das gelernt. Der eine kriegt es ganz gut hin, der andere fährt 10-mal gegen die Wand und denkt sich dann, Mist, ich muss jetzt mal verstehen, warum das so ist und geht dann in die Fahrschule. Und dieses Fahrschule, also fahren lernen, das ist das, was ich quasi über den Podcast mache und im pathologischen Bereich auch über meinen Beruf. Und ich werde auch, ich denke, in ein Jahr bis vielleicht zwei Jahre werde ich auch eine Ausbildung dafür auch sogar anbieten für den Bereich. Das ist dann nicht jetzt was rein Therapeutisches. Das würde ich jetzt mal so ansiedeln zwischen Coaching und Therapie, was aber für jeden aufgeschlossen werden wird.
wird, also auf, ist was in Deutsch, also aufgeschlossen wird, also wo Interessierte sich gerne auch dann, das jetzt nicht nur Werbung, sondern einfach auch, um euch da eine Orientierung zu geben, wenn ihr da euch mal vielleicht dann informiert und, oder informieren möchtet. Ne? Also ihr werdet auf jeden Fall da weitere Informationen auf meiner Seite finden über die Zeit und der Podcast ermutigt euch schon im Eigenstudium, im selber besser kennenlernen und da habe ich ja, habe ich auch Fachleute da und ja, da erlebt man mich auch sehr intensiv, auch persönlich und auch ja, sehr fachlich und ja, so. Also das wird dann, das geht, so geht es natürlich auch noch weiter. Es wird auch Bücher geben noch, ne? Also ich, dieses Jahr bin ich gerade an dem Buch dran, losgelöst von Judiths, also dem Podcast hier. Das war schon auch davor, also schon über ein Jahr geplant, dass zu dem Thema Anderschlau ein Buch kommen wird. Und da haben wir aber noch keinen Verlag und so. Das wird aber, denke ich, in diesem Jahr noch fertig. Und das andere über Identität und Leben, aber jetzt aus therapeutischer Sicht, also was ich da inhaltlich vermitteln will, also wirklich als Therapieorientierung jetzt unter, die unter den Therapeuten und Ärzten, die zuhören, wird es auch da ein Therapiemanual für, wie ich das mache, auch geben, wo ich auch tatsächlich meine Praxis richtig große Erfolge habe und auch weiterhin da für Zuversicht und auch andere motivieren möchte, die Menschen zu begleiten auf dem Weg hin zu der eigenen Autonomie, also los, weg aus Erkrankung und ich kann nichts machen, hinzu, ich kann was verändern und man muss nur wissen, wie. Mega, finde ich gut, dass du da weitermachst und auch da die Themen und versuchst zu vermitteln, ja. Sodass man im Grunde genommen da im Eigenstudium dann auch sich für, um sich selbst kümmern kann. Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ne? Weil es braucht, es ist so wichtig, dass wir Menschen auf die, ich würde es aus therapeutischer Sicht sagen, einen Riesenschritt weiter nach vorne machen und zwar weg aus der Pathologisierung, ja, also dieses, wir können nichts machen, wir sind dann, also jetzt was die Psyche betrifft, wir sind dann krank und stigmatisiert und kommen da nicht raus, ne? Und die, die mich nicht kennen, werden vielleicht sagen, oh, der lehnt sich aber sehr weit aus dem Fenster, aber ich kann euch sagen, ich habe so viel an Erfahrung, auch wenn ich nur dran denke, 10 Jahre Psychiatrie und Krankenpflege, ambulante Pflege, Praxistätigkeit, über den Tellerrand schauen, hier und da überall immer wieder Seminare auch besuchen und Fachliteratur lesen und halt auch wirklich an der Front ganz viele Klienten begleiten, viele Therapien machen. Also will ich mich nicht rechtfertigen, aber ich will damit nur sagen, dass ich wirklich das 360 Grad aus allen Perspektiven betrachte und ich sage nicht, dass das für alle gleich leicht oder gleich schwer ist, aber je nachdem, wo wir uns befinden, geht es darum, dass wir die richtigen Informationen bekommen, damit wir weiterkommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt gehe ich mal an ein Beispiel, jemand ist in einer Schizophrenie zum Beispiel, in einer Psychose, ein sehr, sehr komplexes Erkrankungsbild von der Diagnose her, will ich damit jetzt nicht sagen, dass das genauso für den sich in der Entwicklung im gleichen Ablauf sich bewegen wird, wie vielleicht für jemand, der gerade einen Job verloren hat und sich in einer Lebenskrise befindet, ne, und dann, wenn er einen neuen Job hat, plötzlich anders einsteigt. Dann will ich jetzt keine Wertung vornehmen, sondern nur sagen, es hat eine andere Komplexität mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei meinem jetzt plakativen Beispiel. Und es geht darum, dass jeder seine individuellen Informationen bekommt, um zu verstehen, warum sich die Psyche bei mir so zeigt, wie sie sich zeigt. Ja, und da weiß ich schon, wovon ich spreche, aufgrund meiner Erfahrung und gehe auch gerne in den Dialog mit den Personen, die sagen, wie kommt der Kurt zu so einer Meinung und da würde ich mich ganz gerne mal mehr intensiver austauschen. Ich werde das nicht über E-Mails anbieten können, das kriege ich zeitlich nicht hin, aber ihr könnt sicher sein, wenn ihr da Interesse habt, verfolgt gerne meinen Katalog, meinen Podcast weiter, Katalog, auch nicht schlecht, meinen Podcast weiter und ich werde auch, ja, auch nicht schlecht, oder? Lego-Katalog. Nein. Worauf ich nur hinaus will, ist, ich werde auch bestimmt auch Plattformen anbieten zukünftig, wo man dann auch wirklich in einen konstruktiven, direkten Austausch gehen kann. Ne? Und dazu werdet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, auf meiner Internetseite www.kortneubersch.de finden. Genau. Judith übrigens, wer die sucht weiterhin im Internet, die Seiten werden meines Wissens nach mit der Zeit abgeschaltet.
Was Judith selber jetzt betrifft, der Psychotive Coach, die Webseite, und dann muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe, wie wir das machen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das langfristig hinbekommen. Aber alle Informationen rund um auch Psychotive Coach werdet ihr, wo es das dann geben wird, weiterhin immer auf meiner Seite www.kortneubisch.de finden. Ne, da bin ich gerade dabei zu aktualisieren. Ich hoffe, bei der Veröffentlichung der Folge bin ich fertig und ihr habt die neueste Internetseite. Wird ein bisschen sportlich, aber ich bemühe mich. Ja, so viel zum aktuellen Stand. Ich hoffe, damit habe ich alles Wichtige genannt. Und ihr wisst halt, das Ende ist gleichzeitig auch ein Neuanfang und damit auch die Verabschiedung einzuleiten. Also im Sinne von, es sei denn, du hast natürlich Bruder, jetzt will ich nicht übergehen. Aber hast du was, wo du sagst, oder ne, was du jetzt denkst, ey Kurt, Mensch, Bruder, jetzt, wir müssen das und das noch hier jetzt mitteilen. Weißt du, wie ich meine? Du kannst gerne hier mit bestimmen. Ja, also nee, um Gottes Willen. Ich meine, wir haben so viel jetzt auch angerissen und ich glaube, wir würden dann uns auch eher wieder wiederholen oder wieder neue Schleifen ziehen im gleichen Themenkreis. Also ich finde jedenfalls wichtig, was ihr hier gemacht habt. Ich habe es mitgesehen in den Kommentaren, die alle eure Fans oder eure Hörer und Gucker fleißig geschrieben haben, und es hat mich immer beeindruckt, wie viel das Menschen auch gibt. Und ich finde, wir leben in einer Zeit heute, ist ein Coach schon fast selbstverständlich, wobei ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der Entwicklung. Ich habe zwischendurch auch mal gehört, dass Leute sich nicht mehr trauen zu sagen, sie wären Coach. Nein, aber ich finde ganz wichtig, wenn man mal beachtet, in den 80er, 90er Jahren, als wir noch alle klein waren, wie der Umgang in der Gesellschaft mit solchen Themen war und wie der heute ist. Also, dass man allein die Möglichkeit hat, in Problemen oder wenn man merkt, da passiert etwas, sich übers Internet zu informieren und an gute Informationen zu kommen, auch verständliche Informationen. Also, da habt ihr schon einen guten Kanal getroffen auch, und das ist schade, dass in dem Zusammenhang tatsächlich die Konstellation so nicht mehr stattfinden kann. Aber ich finde es super, dass du das weiterführst auch in eurem Sinne. Also zumindest dann auf einer anderen Ebene und unter anderen, wie sagt man, Konstellationen Bühnenbildern. oder ja, Genau, ja. Bühnenbildern, ja, genau. Plattformen, Genau, genau, ja. ja. Okay, ja. Ja, ich versuche auch, danke, Bruder, jetzt, ne, für die Worte. Ich versuche, dass ich auch die Abschlussworte auch tatsächlich mit Judith mit reinhole, mit ihrem Gedankengut. Ich weiß, dass Judith ein unheimlich großes Anliegen war, auch die Coaching-Szene konstruktiv, positiv zu bestärken. Also, und das habe ich auch mal versucht zu unterstreichen, auch zu befördern, weil viele in den therapeutischen Kontext kommen, wobei sie gar keine Therapie brauchen, sondern eher eine zeitnahe, kurzfristige, punktuelle Begleitung in bestimmten Lebensfragen, und die aber keine andere Plattform finden, weil unser Gesundheitssystem so aufgebaut ist, dass halt der Coaching-Bereich selbst bezahlt werden muss, gezahlt werden muss, und der Therapiebereich halt über die Kassen als Kassenleistung, dadurch, weil es eine Erkrankung als Erkrankung eingestuft wird, von der Krankenkasse in den meisten Fällen bezahlt wird. Also bei Kassentherapeuten immer, aber halt in anderen Konstellationen, Privattherapeuten, ist es dann halt auch eine Privatleistung, ne? Aber worauf will ich hinaus, ohne jetzt zu weit abzuschweifen? Also Judith war es ganz wichtig, deutlich zu machen, hey, der Coaching-Bereich kann helfen. Sie wollte ermutigen, dass auch mehr das machen, dass ihr euch, jetzt spreche ich die Coaches an, euch ermutigt fühlt, weiterzumachen, euch weiterzuentwickeln. Und ich denke, da hat sie unheimlich viel zu beigetragen. Und ich denke, das wird sie auch aus dem Jenseits, ne? Also ich glaube, wir haben sowas dann sagen, ey, yo, lasst euch nicht hängen, gebt weiter Gas und, ne, wie sagt man, versucht, den Bereich salonfähiger, also auch konstruktiver und auch Fahne hoch, sag ich mal so, ne? Also im Sinne von, ne, gibt dem da Macht, also die spricht Mut aus, so würde ich das jetzt, sehe ich sie gerade vor mir, vor meinem geistigen Auge. Und ja, was den therapeutischen Bereich betrifft, sage ich auch ganz klar, hier muss es langsam ein Umdenken geben, weg von der Stigmatisierung, Erkrankung heißt, ich kann nichts selber machen, also was Psyche betrifft, hinzu, ich muss verstehen, wofür stehen meine Symptome. Ich muss lernen, zu erkennen, wann kommen welche Symptome, auch körperlich, dann in dem Zusammenhang, und geben mir genug Informationen,
um anders mit mir selber klarzukommen. Und das muss ich lernen, dass ich das kann. Und das braucht aber auch eine Sensibilisierung, auch auf therapeutischer und ärztlicher Ebene. Da stehe ich ganz klar für und da hebe ich die Fahne hoch und werde alles tun, um das konstruktiv auf den Weg zu bringen, weiter. Und damit kann ich euch sagen, die Mission ist nicht vorbei. Das heißt also, da sehe ich mich, so habe ich immer den Podcast gesehen, ich möchte die Menschen erreichen, ich möchte euch, sowas auch Hewitts Anliegen, ermutigen, euch Hoffnung machen, dass da viel noch zu tun ist, aber dass es nicht hoffnungslos ist. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass das auch ja, in diese Richtung, also zu diesem Ziel gelangt, was ich jetzt gerade so aufbaue, dass wir in diese Autonomie, in diese Eigenverantwortung und auch in das an, und in die Freude kommen können, die das Leben ja mit sich bringt. Und damit sage ich euch auch ja, als Abschluss vielen Dank, dass ihr ja dabei seid, dabei wart. Und wenn ihr Leute kennt, die diesen Podcast noch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn ihr denen auch Mut macht oder denen sagt, hört doch da mal rein in die Folge oder in die Folge. Und wenn die Podcasts, die ich jetzt weiter betreibe, auch was für euch sind, ihr könnt ja gerne mal reinhören, dann würde ich mich natürlich auch freuen, ne? Und macht gerne Werbung, weil so kann sich das vervielfachen, weitergeben und somit, ja, geht es vielleicht, ist meine Hoffnung, schneller voran, dass Dinge in Bewegung kommen und sich verändern. Ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen, Ja, dann ist der die sage ich auch noch mal kurz Tschüss. Ja, tschüss, ne? Danke, Und dass ich dabei sein konnte. Also, genau, ne, war. ja. Und ich sage, genau, ab in den Neuanfang, ne, wir nehmen die Kraft dieser letzten Folge auch als eine, ja, wie sagt man, ein Mut machen, in, dass es weitergeht. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Von mir auch. Man sieht sich, man hört sich, ganz bestimmt bin ich von überzeugt. Und ja. Hinten. Ja. Ne? Tschüss. Bevor die Folge komplett zu Ende ist, habe ich noch zwei Sachen. Zum einen nochmal hier an der Stelle eine wichtige Anmerkung. Zum anderen solltet ihr wissen, dass ihr hier als Audio gleich die Titelmelodie vom Psychotriff Coach nochmal hören könnt. Und wer das Video sogar guckt, kann sogar noch Fotos von Judith und mir und die wir über die Zeit bei Psychotriff Coach aufgenommen haben, sehen. Und die andere Anmerkung, die ich jetzt hiermit machen möchte, bevor ich loslege mit der Schlussschrift sage ich schon, mit der Melodie, mit der Titelmelodie, sind: Ihr könnt sicher sein, dass ich alles tue, damit die Folgen online bleiben. Sollte es aus welchen Gründen noch immer irgendwann nicht mehr möglich sein, was ich im Moment nicht sehe. Aber wenn, solltet ihr wissen, dass die Folgen auch bei YouTube zu finden sind. Das ist ein anderer Prozess, ein anderes Vorgehen. Und natürlich kann YouTube auch irgendwann mal weg sein, aber das würde ich auch eher als unwahrscheinlich erachten. Nur, dass ihr Bescheid wisst, sofern das möglich ist, werde ich das auf jeden Fall beibehalten. Und wer ganz gern meine Arbeiten weiterverfolgen möchte, und ihr könnt sicher sein, dass den Teil, den ich bei Psychotriff Coach ausgemacht habe, dass der auch in dem Sinne der Psychologie und alles rund um Psychologie und dem Erleben und dem Verarbeiten auf jeden Fall weitergehen werden über meine beiden Podcasts, die ich habe, die es auch schon zu Zeiten von Psychotriff Coach, also sprich vor über einem Jahr und länger schon gab. Und in den Shownotes findet ihr den Zugang. Das ist einmal www.andersschlau.de oder www.kurtneubersch.de, wo ich den Podcast Identität und Leben auch nochmal separat aufgeführt habe. Diese beiden Podcasts werden auch weiter produziert und sollen euch auch Unterstützung, Orientierungen und auch wichtige Hilfestellungen anbieten. Auch dort werden Gäste weiter eingeladen und Themen besprochen und auch diese könnte ich mir gut vorstellen, auf vielleicht für euch auch interessante Weise ja, Anregungen geben und auch vielleicht bei der einen oder anderen Sache eine Unterstützung sein. Ansonsten möchte ich mich jetzt abschließend auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die Treue. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen und ich weiß, dass Judith das genauso sagen würde, wenn sie jetzt hier wäre. Und ja, ich fühlt euch bitte alle gedrückt umarmt
Und ich bin jetzt nicht aus der Welt, möchte ich auch wirklich so, wie es von der Bedeutung her gemeint ist, auch nochmal umgangssprachlich damit sagen. Und ihr könnt sicher sein, dass ich, solange ich da bin, ich mich für meine Berufung als Psychotherapeut und meinem Wunsch, dass das psychische Erleben ja angemessen erkannt beziehungsweise ein angemessener Umgang damit gefunden wird, auch in der Gesellschaft bezogen auf die ja, Symptomdarstellung oder auch, wie sich die Psyche und der Körper dann in dem Zusammenhang bemerkbar macht. Da gibt es noch einiges zu erfahren, zu verstehen und ja, und auch zu begreifen. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und Gute für euch, für euren Weg. Und ja, wir sehen und hören uns bestimmt. Alles Gute für euch. Euer Kurt.